Sind wir online? Ja, wunderbar. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass ihr alle dabei seid. Wir freuen uns total und sind auch ganz schön stolz, mit so vielen tausend Menschen gemeinsam mit diesem Live-Training ins neue Jahr zu starten. Schreibt uns doch mal, wo ihr herkommt, in einen Kommentar, weil teilweise ist es ja von ganz weit her. Und auch Petra ist heute dabei. Für die, die sie noch nicht kennen, darf ich vorstellen, meine Frau, Ärztin für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren. Tja, auch von mir natürlich ein herzliches Willkommen. Und normalerweise bin ich ja immer wie ihr auch zu Hause hinter dem Bildschirm und trainiere mit. Aber heute bin ich vor der Kamera, weil ich euch persönlich ein super schönes, ein gesundes und ein glückliches neues Jahr wünschen möchte. Und das will ich natürlich auch von mir, nur das Allerbeste fürs neue Jahr. Und außerdem möchten wir uns bei euch ganz herzlich für euer Vertrauen bedanken. Und dass wir eine so tolle Community sind. Wirklich danke dafür. Und wir wünschen uns, dass noch viel mehr Menschen die gleichen Erfahrungen machen, wie ihr sie schon gemacht habt. Nämlich, dass man sich mit unseren Liebschau- und Prachtübungen bei Schmerzen in den meisten oder in ganz vielen Fällen selbst helfen kann. Und wenn du schon solche Erfahrungen, solche Effekte gespürt hast, dann freuen wir uns riesig darüber, wenn du das deinen Freunden, deinen Arbeitskollegen, deinen Nachbarn, eigentlich allen Menschen, an denen dir irgendwas liegt, weitererzählst. Oder natürlich, wenn du dieses Video mit anderen später teilst. Neues Jahr, neue gute Vorsätze, das kennt ja jeder von uns. Heute geht es darum, sie endlich auch langfristig umzusetzen. Diesmal muss es sein. Für uns heißt das, regelmäßig üben, um das scheinbar Unmögliche wahrzumachen. Was ist das? Je älter wir werden, desto schmerzfreier und beweglicher wollen wir sein. Das ist ja das Ziel. Und je regelmäßiger du übst, umso größer ist die Chance, dass dir das gelingt. Wir sind total überzeugt davon. Deswegen gibt es heute auch zusätzlich ein paar Tipps, die dir noch dabei helfen können. Warum ist das regelmäßige Üben so unheimlich wichtig? Weil unsere Muskeln und Faszien durch unsere Lebensweise jeden Tag mehrere Stunden verspannen, mehr oder weniger, und verkürzen dabei. Und das brauchen und das können wir am besten durch tägliche kurze Übungseinheiten ausgleichen. Das Tolle ist, mit den richtigen Übungen gelingt uns das meist schon in wenigen Minuten und auf Dauer kann das richtig große Verbesserungen bewirken. Das Training heute ist für alle geeignet, geübt oder ungeübt und für so gut wie jeden Zustand. Wir machen einfache Übungen. Genau. Und auch egal, wie alt die Menschen sind, die mitmachen, ja? Alle dürfen dabei sein, ja? Wir machen einfache Übungen im Stand und an der Wand und auf dem Stuhl. Nur ganz am Schluss gehen wir auf den Boden und wir gehen quer durch den Körper für Schmerzen von Kopf bis Fuß. Und für alle, die auf der Matte üben wollen, blenden wir Alternativen ein. Und du mach am besten alles so weit mit, wie du kannst. Wenn dir irgendetwas schwerfällt, dann versuch es trotzdem. Weil allein der Versuch, dass man das übt, das ist schon eine Übung. Genau. Und ansonsten lass es einfach weg, wie zum Beispiel das Gegenspannen, was der Roland jetzt auch gleich während der Übungen ansagen wird. Und beachte bitte wie immer unsere beiden Hauptregeln. Nummer eins wäre, beweg dich langsam und bewusst und geh nur so weit in die Dehnung, wie es sich noch gerade richtig positiv anfühlt, okay? Und jetzt geht's los. Lass uns ein richtig gutes Training machen, durchstarten ins neue Jahr und ganz viel Gutes im neuen Jahr für uns tun. Wir starten jetzt direkt mit einer der wichtigsten Übungen für Schmerzen am unteren Rücken. Such dir bitte eine Wand. Petra und ich gehen auch vor eine Wand und gehe so einen halben Schritt in Abstand dazu. Halte dich schön fest, dass du gut austariert bist. Und jetzt musst du kurz auf deine Hüfte achten, weil oft sind ja die Menschen im Hohlkreuz, du vielleicht auch. Geh mal aus dem Hohlkreuz raus. Wie machst du das? Zieh den Bauchnabel nach hinten und bring die Leisten nach vorne. Und dann kippt das so ein bisschen aufrecht. Und du bist ein bisschen aus dem Hohlkreuz draußen und dann schiebst du die Leisten nach vorne und du kannst es gut merken, diese Position, indem du, während du die Leisten nach vorne schiebst, mit dem Bauchnabel nach hinten gehst. Und dann überstreckst du praktisch das Becken mit und dann merkst du das Ziehen in den Leisten, in den oberen Oberschenkeln
Vielleicht zieht es sogar im Rücken. Dann kannst du fast sagen, gut, weil, wenn es im Rücken zieht, dann arbeitest du genau an den Verursachern unserer Meinung nach für die Rückenschmerzen. Und dann gehst du immer weiter rein. Peter, was merkst du da immer bei deinen Patienten, was falsch gemacht wird? Die hören auf zu atmen, weil das eine ungewöhnliche Übung ist. Also bitte ans Atmen denken. Und dann ist gleich noch ein wichtiger Tipp, den Petra da gegeben hat, weil wenn du gleichmäßig atmen kannst, dann bist du nie in der Intensität zu hoch. Also immer wenn du merkst, du spannst an und hältst inne, dann fühl in dich rein, ob die Intensität vielleicht zu hoch ist. Und ein Tipp fürs regelmäßige Üben, du solltest das eigentlich am besten morgens abhaken, weil morgens ist der Wille noch am größten und es klappt am besten. Das wissen wir aus langer Erfahrung. Und jetzt bauen wir ein bisschen Krafttraining ein. Mhm. Achtung, Krafttraining. Und zwar, du versuchst, ohne dass der Körper sich bewegt, mit der Kraft aus deinem Becken und aus deinem Bauch den Rumpf so hoch zu bringen, dass die Hände gegen die Wand drücken. Und dann merkst du, das spannt genau da an, wo es vielleicht gezogen hat bei der Dehnung. Und dann lässt du wieder locker und gehst ein bisschen weiter in die Dehnung rein. Dieses Krafttraining, das ist ein kleines Geheimnis, weil dann ist die Dehnung besser und der Körper gewöhnt sich viel besser an die höhere Beweglichkeit. Und dann drücken wir nochmal. Man lässt wieder los und gehst noch ein bisschen weiter rein und dann kommen wir schon langsam wieder raus. Immer langsam und bewusst bewegen nach den Übungen, bis wir reinfühlen. Was sagt dein Schmerzfall, welchen hattest? Ja, versuch immer in Kontakt mit deinem Körper zu kommen. Und jetzt machen wir was für deine Schulterschmerzen, für die Schultern, für das Wohlgefühl. Bitte stell dich vor die Wand. Wir fangen für die rechte Seite an. Streck mal den rechten Arm in Schulterhöhe zur Seite. Versuch mit der Schulter die Wand zu berühren und komm ein Stückchen höher mit der Hand, dass du so leicht aufrecht den Arm hast. Dreh den Kopf nach links. Und jetzt gehst du immer weiter nach links und jetzt merkst du die Dehnung in der Schulter, in den Arm rein. Und das steigerst du jetzt so, dass es gerade sich noch gut ertragen lässt. Immer ein Stückchen weiter. Was sind also die Fehlerquellen, Petra? Was hast du da aus Erfahrung? Dass der Arm nicht gestreckt ist, ne? Ja, das heißt dann, die Leute beugen automatisch den Arm, um aus der Dehnung ein bisschen auszuweichen. Das sollte nicht sein. Übrigens, der nächste Tipp, wenn du morgens beim Üben glaubst, keine Zeit zu haben, ich schenke dir jetzt mal Zeit. Stell dir einfach den Wecker 10 Minuten eher. Weil das mindert deinen Schlaf nur unwesentlich, aber die Zeit für die Übungen machen einen unheimlichen Benefit. Und jetzt geht es schon mit dem Anspannen los, mit dem Krafttraining. Konzentrier dich bitte drauf, dass du mit dem rechten Arm, mit der rechten Hand gegen die Wand drückst, richtig dagegen drückst, kannst ruhig richtig festdrücken, am besten so fest, wie es geht. Dann lässt du wieder locker und merkst, oh, jetzt komme ich ein bisschen weiter in die Dehnung. Wie fühlt sich's bei dir an, Petra? Ja, super gut, wie jedes Mal. Was machen wir hier übrigens für dich zum Verständnis zu Hause am Bildschirm? Genau. Weil wir haben die Arme im Alltag immer vorne, beim Essen, beim Massieren, beim Schreiben, am Schreibtisch. Wir haben die immer vorne und wenn wir sie jetzt zurücknehmen, ist es der wunderbare Ausgleich, der dazu führt, dass die Schultern sich viel, viel besser fühlen. Vielleicht noch ein kurzes Anspannen, nochmal richtig gegen die Wand drücken, locker lassen, noch ein bisschen weiter rein und behutsam rausgehen. Und jetzt fühl mal rein, was sagt dir dein Körper, was sagt dir ein eventueller Schmerz, der vorhanden war? Fühlt sich's unterschiedlich jetzt an? Fühl einfach rein. Versuch immer mehr reinzuspüren, wie dein Körper reagiert. Jetzt wechseln wir gerade mal die Wand. Ich gehe jetzt hier hin. Jetzt nehmen wir das gleiche mit dem linken Arm. Erstmal horizontal und dann ein bisschen höher. Linke Schulter, versuch sie an die Wand zu bekommen. Und du merkst die Dehnung wieder in der Schulter, in der Brust vielleicht sogar. Wo merkst du die Dehnung, Petra? Vorne in der Brust. Vorne in der Brust. Mhm. Der große Brustmuskel, das ist der, der verkürzt beim immer nach vorne die Arme haben.
Und das dehnen wir jetzt schön frei. Wunder dich nicht, wenn es bis in die Fingerspitzen führt. Oder zieht, wollte ich sagen. Ja, das kann durchaus sein, dass es bis in die Fingerspitzen zu spüren ist. Und das zeigt dir dann, was alles zu kurz ist. Es könnte auch sein, hier, dass es sogar kribbelt, ne? Also keine Angst da haben. Genau, guter Hinweis. Das Kribbeln, was du immer nachts hast, was dich stört, ja, wenn du das jetzt auslöst, dann ist es was Positives, weil das zeigt, dass wir genau an den Strukturen sind, die nachts das Kribbeln verursachen. Unserer Auffassung nach, ja? Den immer weiter rein. Übrigens, der nächste Tipp für regelmäßiges Üben. Koppel deine Übung an eine Routine, die du schon hast. Das Zähneputzen, mach's direkt danach. Kaffee am Morgen, mach's direkt danach. Ja, irgendwas, was du schon regelmäßig morgens machst, häng da die Übung dran, dann fällt's leichter. Und es ist ein so tolles Gefühl, wenn man das morgens dann auch gemacht hat. Wenn man es hinter sich hat. Ja, absolut. Jetzt müssen wir kurz noch ein bisschen Krafttraining machen. Die linke Hand drückt gegen die Wand. Richtig fest gegen die Wand drücken. Der linke Arm, die Hand, alles drückt, so fest wie möglich. Locker lassen und noch ein bisschen weiter rein. In die Dehnung. Ja, immer so die Dehnung verstärken, dass du es gerade noch gut ertragen kannst. Wenn du immer diese 2 Minuten plus minus hältst, dann hast du richtig guten Benefit. Und dann kommen wir langsam wieder raus. Und wir fühlen kurz rein, das ist so wichtig. Nimm wahr, wie ist die rechte Schulter? Wie ist die linke Schulter? Wie fühlen sich deine Finger an, deine Hände an? Vor allen Dingen, wenn es da bis reingezogen hat. Jetzt gehen wir eine Etage tiefer an die Waden. Jetzt geht's um Übungen bei Knieschmerzen, bei Achillessehnenproblemen, bei allem, was hinten in der Wade, die übrigens beim Kürzen immer versitzt, die beim Kürzen versitzt, die beim Sitzen verkürzt, sollte das heißen. Genau, das wolltest du sagen. Und wichtig jetzt, streck die Knie voll durch und dann lässt du dich entweder durchhängen und merkst die zunehmende Spannung oder du beugst die Arme ein bisschen, dann hast du gleich eine kleine Schulterkraftübung, ja, oder Armkraftübung. Wichtig ist, dass die Knie voll gestreckt sind. Man merkt es manchmal nicht so gut. Und dann ist es besser, noch mal ein bisschen raus aus der Dehnung, Knie strecken und wieder rein. Und was ich bei meinen Patienten auch immer mal wieder entdecke, ist, dass sie mit den Fersen abheben. Da wird es nämlich leichter. Also ihr müsst immer mit den Fersen am Boden bleiben. Fersen am Boden und Knie gestreckt. Gell? Das sind so die Hauptdinge, die da schieflaufen immer. So, und jetzt machen wir auch hier ein Krafttraining. Wie geht denn das jetzt? Achtung, bleib genau so, wie du stehst und versuche, dich auf die Zehenspitzen zu stellen. Und dann will ja die Ferse hoch. Aber du verhinderst, dass die Ferse hochkommt, indem du mit den Händen gegendrückst gegen die Wand. Im Grunde genommen versuchst du jetzt, mit dem Vorfuß, der in den Boden drückt, die Wand wegzuschieben, was natürlich nicht geht. Und das ist das isometrische Anspannen, wo sich der Körper nicht bewegt, aber volle Kraft in der Dehnung gemacht wird. Und das ist das Wertvolle. Dann lassen wir los, gehen noch ein bisschen weiter rein. Und wenn du merkst, oh, mein Arm ist jetzt zu sehr belastet, dann lass dich eher durchhängen mit dem Becken. Dann vergrößerst du auch die Dehnung, aber der Arm muss nicht mehr in der Beugung arbeiten. Und nochmal, du drückst mit den Vorfüßen gegen den Boden. Petra, drückst du auch? Sind deine Knie gestreckt? Ja. Sind meine gestreckt? Okay. Ja. Wieder locker lassen und ein bisschen weiter vor. Nochmal ein bisschen mehr rein und langsam wieder raus. Wow, ich liebe das immer, hinterher rauszugehen und dann ein bisschen reinzufühlen. So, jetzt machen wir weiter. Jetzt brauchen wir noch einen Stuhl. Ich hole gerade mal einen Stuhl für die liebe Petra. So, einmal so. Jetzt geht es um die Hüftgelenksgesundheit und das Wohlbefinden. Ja? Bei Hüftschmerzen ist es eine wunderbare Übung. Gibt noch mehr, aber das ist eine, die gut funktioniert. Und zwar, den Stuhl haben wir jetzt deswegen hingestellt, dass du dich ein bisschen festhalten kannst. Geh mal mit den Beinen, mit den Füßen so weit auseinander, dass du in der Innenseite der Oberschenkel eine gewisse Spannung spürst. Und wenn du die hast, dann halt dich schön. Wichtig dabei,
beug dich nicht nach vorne. Bleib ganz aufrecht stehen und dann gehst du immer weiter mit den Füßen nach außen, mit so kleinen Umsetzschritten. Fußspitzen weiter auseinander, Fersen weiter auseinander, immer mehr. Oh, was ich euch unbedingt empfehlen möchte, ist, dass ihr richtig gute rutschfeste Schuhe dabei anzieht. Weil wenn ihr diese Übung mit Strümpfen macht auf dem Boden, dann kann es nämlich passieren, dass ihr unfreiwillig in einen Querspagat reinrutschen würdet. Viel weiter, als ihr wollt. Das ist nicht so toll. Deswegen, die Schuhe müssen haften, ja, das ist ein guter Hinweis. Übrigens jetzt nochmal zwei Tipps fürs Üben. Belohnt euch doch fürs Üben, wenn ihr es gemacht habt, damit, dass erst dann das Handy angeschaltet wird, dass erst dann der Kaffee getrunken wird, dass erst dann irgendwas gemacht wird, was euch Freude macht. Und was auch wichtig ist, macht das Programm nicht zu groß. Je kleiner das ist, regelmäßig durchgeführt, ist viel, viel besser, als ein Riesenprogramm sich vorzunehmen und dann wieder am dritten, vierten Tag danach aufzuhören, weil es einfach zu viel war. Immer wenn ihr aufhört mit einer Routine, dann senkt die Dauer der Übungen, weil schon die wenigsten Übungen und wie wir vorhin gesagt haben, wie Petra vorhin gesagt hat, schon der Versuch in die Übung zu gehen, was ja viel kürzer dauert, als die voll durchzumachen, zählt schon als Übung, der Körper profitiert schon. Und jetzt ist es Zeit fürs Krafttraining. Bitte, spann die Füße so nach innen, richtig nach innen spannen, als wolltest du mit den Füßen zusammenkommen. Dann spannt sich das hier alles an. Ja. Dann lass wieder locker, geh ein bisschen weiter auseinander und nochmal das Ganze. Du ziehst die Füße zusammen, bist nicht nach vorne gebeugt, gell? Häufiger Fehler ist, Rumpf ist nach vorne, darf nicht sein. Du ziehst die Füße zusammen, lässt sie locker und dann kommen wir langsam mit Umsetzungsschritten wieder raus. Das tut das gut. Das war jetzt die Beininnenseite. So jetzt geht's an die Beinrückseite. Das ist für die Fußgelenke, für die Knie, für die Hüfte. Ja? Also große kleine Aktion für großen Erfolg. Ich gehe mal, Peter, du zeigst mal die Variante, wo man sich festhält. Für die, die überhaupt noch nicht tief kommen, die es zum ersten Mal machen. Und ich zeige mal, dass man das auch ohne Stuhl, vielleicht den Stuhl so ein bisschen als Sicherheit, falls ihr schwankt, ja, dann könnt ihr euch festhalten. Ganz, ganz wichtig, Knie wieder vollkommen durchgestreckt und langsam immer mehr nach unten kommen. Dann zieht es meist in die Kniekehlen. Deswegen ist diese Übung so unglaublich unbeliebt. Ja? Aber die Übung müsst ihr lieben. Und wie macht ihr das, dass ihr die Übung liebt? Indem das Ziehen in der Kniekehle so begrenzt wird, dass es zwar deutlich zieht und deutlich wehtut, aber noch positiv ist. Nicht, ich will jetzt unbedingt runter mit den Füßen auf dem Boden und dann schmerzen mit den Händen Knie auf dem Boden. mit den Händen auf dem Boden. Ja, weil dann verleidet ihr euch den Spaß am Üben. Das Üben muss Spaß machen. Deswegen hört auf euren Körper, hört auf den Schmerz, der ausgelöst wird und stellt ihn so ein von der Intensität, dass es deutlich wehtut, aber eben noch ein Wohlfühlschmerz ist. Das ist so, so wichtig. So, und für die, die das schon können, wenn nicht, bitte einfach lassen. Die am Stuhl fassen jetzt unter den Stuhl und die ohne Stuhl üben, die nehmen die Hände hinter die Beine und versuchen mal ganz vorsichtig bei unserem Krafttraining jetzt mit dem Rumpf nach oben zu kommen. Aber das Festhalten am Stuhl oder an den Beinen führt dazu, dass es nicht geht. Und wieder locker lassen und weiter nach unten gehen. Also nochmal ganz klar, gell, fürs regelmäßige Üben auch wichtig zum Aufbau einer Routine. Zur Not macht ihr eine Übung, nur eine Übung, rein und wieder raus. Das dauert vielleicht 10, 15 Sekunden, aber das jeden Tag ist viel, viel besser, als gar nicht zu üben. Also die Dauer der Übung, die ihr euch angewöhnen wollt, immer so minimieren, dass ihr sie wirklich jeden Tag hinbekommt. Das wäre optimal. Und dann ziehen wir nochmal und lassen wieder los und gehen noch ein bisschen tiefer und kommen dann Schrittchen für Schrittchen langsam wieder hoch. Oh, jetzt füll mal rein. Wie gut, oder? Weil hinten der ganze Hartspann im Rücken, den die meisten haben, den lösen wir damit immer mehr auf. Und jetzt geht's
um die Handgelenke vom dauernden Tippen, ja, alles immer kürzer, Karpaltunnelsyndrom, Sehnenscheidenentzündung. Mhm. Dafür machen wir jetzt diese Übung, für diese Schmerzen. Die linke Hand dreht nach hinten. Die rechte Hand dreht nach hinten. Und dann merkst du schon, oh, 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 unten im Handgelenk, da fängt's an zu ziehen. Und jetzt gehst du ganz behutsam, Stückchen für Stückchen nach hinten. Versuche auch, den Daumen ziemlich dran zu haben. Wo zieht denn das bei dir, Petra? In den Unterarm, in den Innenseiten. Ganz Innenseite, klar. Unterarme. Mm. Ne? Es kann auch in die Handfläche ein bisschen reinziehen. Wenn es bei dir am Daumen zieht, dann machst du gleichzeitig noch eine gute Aktion für den Daumen, damit der keine Schmerzen kriegt oder wenn er schon welche hat, dass du die los wirst. Stück für Stück. Immer weiter nach hinten gehen ein bisschen. Mm. Und die meisten Fehler, die da gemacht werden, sind die, dass man den Handballen, dass man neigt, den abzuheben, weil dann wird es natürlich leichter. Unten lassen und nur so weit zurückgehen, dass der Handballen wirklich auch an der Fläche bleibt. Und jetzt spannen wir an mit unserem Krafttraining. Die Handflächen und die Finger spannen gegen den Stuhl richtig fest. Petra, spannst du fest? Aber ja. Darfst mich ruhig auch fragen. Locker lassen und wieder weiterkommen. Und ein Tipp fürs Üben. Üb jeden Tag, wenn es irgendwie geht, zur gleichen Zeit und am selben Ort und vielleicht sogar in derselben Kleidung, auf derselben Matte. Alles, was sich gleicht, macht dir den Aufbau einer Routine immer leichter. Mhm. Und wir spannen nochmal gegen die Stuhlfläche, lassen wieder locker und gehen noch ein bisschen weiter rein. Und jetzt kommen wir ganz vorsichtig raus. Ja. Ganz vorsichtig rauskommen. Wem sind diese Hände? Erstmal, wenn es erstmal ein bisschen nachhallt, überhaupt kein Problem, dann beweg mal ein bisschen und du merkst, oh, das fühlt sich schon ganz anders an. Ja? Auch wenn du einen Schnappfinger hast oder so Geschichten, auch dafür ist es gut geeignet. Jetzt setzen wir uns. Du setzt dich auch auf den Boden oder aufs Sofa, egal. Aber möglichst aufrecht, das ist jetzt wichtig. Und jetzt geht's um den Nacken. Nacken ist bei vielen Patienten ein Riesenproblem. Ne? Bei definitiv. Dir vielleicht auch, vielleicht noch nicht so stark, aber wer hat keinen Nacken? So sagt man das ja. Ganz gerade setzen, aufrecht, beide Hände über den Kopf und den Kopf immer weiter nach unten ziehen. Und dann merkst du im Nacken, und je weiter du ziehst, ganz dicht an der Wirbelsäule, ein Ziehen, was auch so leicht brennend ist. Nicht unangenehm, also trotzdem noch Wohlfühl brennen, aber es brennt ein bisschen. Das ist typisch für diese Dehnung. Was wird da oft verkehrt gemacht, Petra? Also hier ist es ganz wichtig, dass bitteschön nur der Nacken gedehnt wird und nicht die gesamte Brustwirbelsäule. Also aufrecht sitzen, nur den Nacken dehnen. Und das bitte ganz vorsichtig am Hals, am Kopf, da sage ich immer, alles nochmal achtsamer und bewusster durchführen. Mhm. Immer weiter nach vorne ziehen. Und auch da machen wir ein sachtes Krafttraining. Der Kopf zieht sanft nach hinten. Wir lassen ihn los und ziehen ihn weiter nach vorne. Übrigens, weil wir hier gerade so zusammen sitzen, fällt mir ein Tipp ein, nämlich mach doch die Übung, wenn du eine Partnerin oder einen Partner hast, zusammen. So wie wir. Dann könnt ihr euch gegenseitig immer sagen, hey komm, wenn du keine Lust hast, mach doch trotzdem mit und umgekehrt. Das hilft halt. Und wenn ihr zu Hause keinen Partner habt, der euch auffordert, dann erzähle ich euch am Schluss noch eine schöne Möglichkeit, wie das trotzdem geht. Immer weiter nach vorne ziehen und nochmal ein kleines Krafttraining, aber sanft an der Halswirbelsäule, nach oben ziehen, locker lassen und nochmal weiter und rauskommen. Ganz, ganz langsam, ja. Ich merke ja immer, wie es strömt. Merkst du es vielleicht auch? Fühl mal in dich rein. Was sagt dein Nackenschmerz? Was sagt deine Verspannung? Okay? So, jetzt rutsch mal ein bisschen weiter nach vorne. Weil jetzt machen wir nochmal was für den unteren Rücken, weil das ist so wichtig, dieser Hartspann dort. Und zwar, nimm die Füße zusammen, Knie auseinander und vielleicht kommst du bis hier.
dann bleibst du hier und übst hier. Vielleicht auch bis dort. Dann machst du das hier. Oder noch ein bisschen weiter. Geh so weit nach unten, zieh so weit nach unten, bis du hinten im unteren Rücken gerade noch den Wohlfühlschmerz hast. Nicht zu groß machen, aber gerade noch Wohlfühlschmerz. Wo zieht das bei dir, Petra? Ach, im Moment ist es einfach nur angenehm. Vielleicht hinten okay. Im Rücken. Okay, ja. Luxussituation, ja. Bei den meisten zieht es im unteren Rücken ganz, ganz stark, sodass man es gar nicht weitermachen kann. Noch ein Tipp für Aufbau einer Routine. Erzähl rum, dass du jetzt regelmäßig übst. Mhm. Erzähl es allen, in der Familie, im Bekanntenkreis, am Job vor allen Dingen, ja, im Beruf, deinen Kolleginnen und Kollegen. Dann, wenn du nämlich nicht übst, sie kriegen das mit, fragen sie dich und das kann dir helfen, die Routine besser aufzubauen. Ja, also von außen, lass dir von den anderen helfen. Und jetzt versuchen wir auch hier, mein Gott, wie weit bist du da unten? Tja, weit. Ja, also bitte, das muss nicht so sein. Wenn du hier hängst, lass dich von Petra nicht so sehr frustrieren. Aber so ist das Ergebnis, wenn du das regelmäßig machst. Dauert ein paar Monate, aber irgendwann bist du unten. Und dann Wohlgefühl geht immer weiter nach oben. So, und jetzt ziehen wir gegen mit dem Rumpf. Der Rumpf will nach oben. Wir lassen locker und weiter nach unten. Und nochmal, der Rumpf will nach oben. Locker lassen und weiter nach unten. Und ihr haltet euch an den Füßen fest natürlich, weil ansonsten würdet ihr euch ja abheben. Ja? Petra ist da so leicht untergehakt mit den Daumen. Genau. Deswegen, das kann man nicht sehen, deswegen wollte ich es erklären. Ja, gut, gut. Und nochmal, du willst nach oben locker lassen und nochmal weiter nach unten. Und dann kommen wir wieder hoch, setzen uns gerade. Und jetzt gehen wir in einen Bereich rein, der den Kopf umfasst, den Kiefer. Das klemmt am Kiefer und alle diese Geschichten, ja. Das machen wir jetzt, indem wir einfach was machen? Das Kinn hier in diesen Winkel legen und den Mund aufziehen. Und es ist toll, dass die Petra dabei ist, weil sie kann jetzt die Übung zeigen, immer weiter öffnen und ich erkläre was dazu. Also, viele knirschen ja mit den Zähnen und sind unheimlich stark in der Spannung in diesem Bereich. Was ganz, ganz wichtig ist, dass das, was da so anspannt, immer weiter aufgezogen wird. Dass es immer weiter aufgeht. Und in dem Moment fühlt sich dein ganzer Kiefer völlig anders an. Bis hin zur Trigeminusneuralgie und so Geschichten. Ja? Auch dabei kannst du das probieren. Haben wir schon bei vielen Patienten erlebt, mhm. Gell, in der Praxis. Okay, also immer weiter nach aufmachen, immer weiter hoch, 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 hoch. Mit dem Oberkiefer, besser müsste man sagen, mit dem Unterkiefer runter. Und jetzt machen wir auch da Krafttraining. Du drückst dagegen, du drückst richtig dagegen und willst den Mund schließen. Das wird aber nicht zugelassen, weil du ihn ja festhältst und dann öffnest du ihn weiter. Wir hatten da schon viel über das Reinspüren gesprochen, gell? Also was sagt mein Schmerz? Weil der Schmerz hilft ja. Das ist ja nichts Schlimmes. Das ist ja eine Information des Körpers, die uns was sagen will. Und deswegen immer reinhören. Was sagt der Schmerz? Wie hoch ist der? Eine Einschätzung geben mit irgendwelchen Nummern. Ja, schafft ihr irgendwelche Vergleiche? Auch das erleichtert deine Routine, weil dann merkst du bei jedem Üben, dass es besser wird und das spornt dich an, regelmäßig zu üben. Und wir spannen nochmal an, der Mund will schließen, wir lassen locker und dann wird er wieder etwas weiter geöffnet. Und Übung vorbei. Wie war das, Petra? Fühl mal rein jetzt. Das ist total gut, weil die meisten Menschen, die haben echt Verspannung in der Kiefermuskulatur, in dem Bereich. Und deswegen ist es eigentlich ein... Du fühlst es bestimmt auch. Schön. Fühl rein. Jetzt gehen wir auf die Matte. Wer Schwierigkeiten auf der Matte hat, Peter, du brauchst ein Kissen, glaube ich, gell, zum Zeigen. Ja, ich wollte es ja zeigen mit Kissen, genau. Stimmt. Auf alle Viere gehen. Legt euch ein Kissen unter, wenn ihr mit den Knien Probleme habt. Und jetzt geht es darum, wie weit kommst du nach hinten? Wenn du dich absetzen kannst, dann setz dich ab.
Wenn das Absetzen nicht geht, dann mach wie Petra, leg dir irgendwas unter, ein Kissen, ein Polster oder irgendwas, was dich genau da hält, wo du merkst, der Schmerz im Oberschenkel, in den Knien, wo der auch entsteht beim Dehnen, ja, der normalisiert sich und der ist dann so, dass er gerade so gut auszuhalten ist. Immer das gleiche Prinzip. So, wenn du schon unten bist, also wenn du wie Petra noch in der Position bist, dann kannst du dich immer wieder ein bisschen mal da reinsinken lassen. Wenn du merkst, es würde mehr gehen, das Kissen ein bisschen nach hinten raus tun, dass es ein bisschen tiefer sitzt. Immer so einstellen die Position, dass du genau in der richtigen Intensität bist. Und die anderen, die locker absetzen, die ziehen ihren Bauchnabel nach hinten und dann zieht es gleich hier noch mit. Und dann haben wir noch mehr Dehnung. Und das kann bis dahin gehen, dass man irgendwann immer weiter sich nach hinten lehnt und vielleicht sogar irgendwann abliegt. Aber das muss nicht sein. Ja? Also wenn du hier bist, ich sage immer, 2 Minuten in diesem Sitz ist schon genau das, was du brauchst, dass das Knie sich wohlfühlt. Wenn das nicht geht, dann sollte man es üben. Auf jeden Fall ganz, ganz regelmäßig. Jetzt drücken wir die Füße in den Boden rein. Richtig fest in den Boden reindrücken. Richtig fest reindrücken. So als wolltest du dich hochdrücken vom Boden weg. Und wieder locker lassen. Gucken, geht es ein bisschen weiter nach hinten. Übrigens, dieses Vergleichende der Position, habe ich das schon gesagt? Nee. Ach genau, der Schmerz, den habe ich gesagt. Noch ein Tipp. Wenn du merkst, die Position wird immer besser, ja, wird immer beweglicher, auch das motiviert dich, regelmäßig zu üben. Deswegen, das ist noch mehr Überblick über deinen Fortschritt, nutzt das. Und jetzt drückst du noch mal ein letztes Mal richtig gegen den Boden, entspannst wieder. Und wir gehen tiefer rein. Und jetzt, letzte Übung, bitte auf den Rücken legen. Beine sind aufgestellt. Das ist eine so wichtige Übung für die ganze Wirbelsäule. Um die Hyperlordose, die zu starke Lordose im unteren Rücken, die Kyphose in der Brustwirbelsäule, dieses Rundrücken, Thema und auch den überstreckten Nacken immer weiter zu normalisieren. Greif dir, wie bei der Übung vorhin, so ganz oben an den Kopf und zieh ihn so, dass dein Kinn immer weiter nach unten kommt. Ja? Das Kinn immer weiter nach unten und dann merkst du schon, oh, da fängt es hinten an zu ziehen überall. Und wenn du dein Kinn richtig unten hast, so weit wie es geht, dann senkst du noch den Bauchnabel nach unten. Und das kostet Kraft. Das ist keine entspannte Übung. Das ist eine Kraftübung für die Wirbelsäule. Die beste, meiner Einschätzung nach, die ich kenne. Richtig runter. Richtig runter mit dem unteren Rücken. Und noch weiter runter. Und was ist der häufigste Fehler, Petra? Dass dann der Kopf wieder von der Haltung verliert. Wenn der Unterrücken runtergeht, dann geht bei vielen der Kopf wieder hoch. Ich zeig's kurz falsch. Ja? Also, das Kinn muss unten bleiben. Und der Rücken muss trotzdem so weit runter wie möglich. Und zum Schluss strecken wir noch die Beine. Und wenn du merkst, das zieht den Rücken hoch, dann halt ihn trotzdem runter und senk die Knie nur so weit ab, wie der Rücken nicht hoch muss. Und allein diese Übung einmal am Tag verändert nach ein paar Monaten so die Welt. Aber es strengt schon ein bisschen an. Aber die Anstrengung lohnt sich. Und weil wir jetzt sowieso ein einziges Krafttraining machen hier, brauchen wir nicht nochmal ein extra Krafttraining zu machen. Ja, richtig schön runterziehen. Petra, zieh, komm, Kinn runter, Lendenwirbelsäule runter, Knie runter. Und noch ein bisschen, wir haben es gleich geschafft, noch 10 Sekunden für einen gesunden Rücken anspannen und Kraft geben. 5 Sekunden, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Und entspannen. Oh. Das ist wenn wirklich du magst, Krafttraining. Das ist Krafttraining. Das ist wirklich ja. Krafttraining. Wenn du magst, bleib direkt so liegen, dass dein Körper diese ganzen Trainingsreize, die wir jetzt gesetzt haben, gut annehmen kann. Oh. Hat Spaß gemacht. Absolut. Und super toll, dass ihr alle mitgemacht habt. Oh, und ich bin
Ich bin ganz aufgeregt. Ich habe nämlich gerade eben von dir die Zahl erfahren, wie viele Menschen auf allen Kanälen zusammen mitgemacht haben. Ist das wahr? Ich glaube das nicht. 24.640 Menschen haben zusammen geübt. Und das ist der Rekord. Ist der absolute Rekord, den wir hatten. Ganz, ganz toll, dass ihr alle dabei seid, dass ihr alle dabei wart. Ich habe jetzt echt Gänsehaut. Wirklich, ich habe Gänsehaut. Ich finde das so genial. Ich freue mich total. Vielen Dank. Weil je mehr Menschen davon wissen, was wir hier tun, wie das wirken kann, desto besser wird die Welt, würde ich fast sagen. Ja? Also viel, viel Wohlgefühl immer mehr für alle. Aber jetzt das aller Wichtigste. Bleib dran. Dranbleiben ist das, was wichtig ist. Wenn du noch nicht regelmäßig unsere Übung machst, solltest du unbedingt ab jetzt, am besten ab heute, das als Anlass damit anfangen. Auch wenn es erstmal nur wenige Minuten sind, die du investierst, du profitierst immer mehr von der schmerzfreieren und immer besseren Beweglichkeit. Mit der guten Chance, auch im hohen Alter noch mit den Enkelinnen Fußball spielen und tanzen und dir ohne Probleme deine Schuhe binden zu können, ja? Ja, das ist oft wirklich ein Problem. Ja, also, im höheren Alter auf jeden Fall. Aber egal, in welchem Alter du anfängst, es wird immer besser, wenn du regelmäßig übst. Und wenn du körperlich arbeiten solltest oder Sport machst, kannst du dich außerdem über mehr Leistungsfähigkeit und abnehmendes Verletzungsrisiko freuen. All das kann durch dieses regelmäßige Übungen erreicht werden. Wir alle wissen aber, wie schwer es fällt, kontinuierlich dran zu bleiben. Also möglichst täglich was zu tun, auch wenn es nur wenige Minuten sind. Und genau deswegen habe ich unsere Liebschaum-Pracht-App entwickelt, die dich jeden Tag aufs Neue motiviert. Du kannst gar nicht mehr anders, als mitzumachen. Du musst es einfach. Und das ist gut so. All die Tipps, die wir dir heute gegeben haben, sind darin umgesetzt und ich übe jeden Tag mit dir zusammen. Versprochen. Ich auch. Mit euch. Die App ist so aufgebaut, dass du direkt die Übung für deinen Schmerz findest, was ja für viele richtig wichtig ist. Und das ganz Besondere darüber hinaus, jeden Morgen erwartet dich ein neues 7-minütiges Training, nicht zu lang, 7 Minuten, die packt jeder, für einen guten Tag. Und sonntags 30 Minuten für den ganzen Körper, genauso wie heute letztlich. Ja, und diese Übungseinheiten, diese ganz kurzen Übungseinheiten von 7 Minuten, die machen dich von Kopf bis Fuß immer fitter. Und du bekommst tatsächlich das ganze Jahr über, also 365 Mal neue Trainings von dir. Die ist, machst du ja, immer. Ist das Arbeit, ist aber ich mach's. Ja. Jetzt fühl mal in dich rein, hatten wir ja vorher eh schon ein paar Mal gesagt. Ja? Fühl mal in deinen Körper rein und nimm den Unterschied wahr. Mhm. Und dann stell dir vor, was passiert, wenn du unsere Übungen regelmäßig machst. Ja? Ich bin mir sicher, du spürst jetzt schon was. Ich kenne unsere Übungen und rechne das mal hoch auf regelmäßiges Üben. Das muss paradiesisch sein, in so einem Körper dann zu wohnen. Ja? Und genau dazu möchte ich dich jetzt motivieren. Ich lade dich hiermit herzlich ein, unsere App 30 Tage lang völlig kostenfrei mit mir zusammen auszuprobieren. Du kannst dabei nur gewinnen. Ich hoffe, wir sehen uns schon morgen und deshalb klicke jetzt auf den Link unter dem Video und schau dir die App an. Ich bin mir so sicher, du wirst begeistert sein. Wir wünschen dir jetzt einen wundervollen Sonntag und einen großartigen Start ins neue Jahr. Und danke nochmals von ganzem Herzen, dass ihr heute so viele Menschen alle dabei wart. Super toll. Ciao. Tschüss. Tschüss.